Ihr Lieben, Samstagabend, es ist wieder Kriegszeit. Es steht aktuell 1118 zu 483. Wir haben noch 26 Flaggen in Runde 1 und der Gegner hat 30 Flaggen. Dafür sieht es ganz gut aus. Wir haben etwas Neues und zwar den Sturmangriff, den ihr schon aus dem Turnier kennt. Das heißt, die Mana-Geschwindigkeit ist in diesem Allianzkrieg für alle Helden auf sehr schnell eingestellt. So, wir helfen jetzt hier mal aus und versuchen mal hier so viel wie möglich zu plätten. Dazu müssen wir mal kurz gucken, wer hier wie hier alles verteilt ist. So. Mal gucken, ob das hinhaut. Wollen wir mal gucken. Tja. Schon ist der Heiler voll. Naja. Kommt ja auch gleich Damage rein. Wow, wiederbelebt. Ist ein Traum. Und wiederbelebt. Oh Mann, ey, so ein Schwachfug. Und wiederbelebt. Das gibt es doch nicht, ey.
Selbstredend. Wahnsinn, tja, was soll man dazu sagen, ey? Ja, klar. Ja, mit den Kaskaden ist ja auch ganz logisch, was wir die brauchen. Tja, das wird wohl auch nichts. Es ist der absolute Wahnsinn, ey. Das kann ja nur bedeuten, dass meine Def nachher mega hält. Tja, das war's dann. Hi, hi. Meine Frau lacht schon wieder. Es ist die zweite Kriegsrunde mit drei Flaggen. Die erste Runde lief bedingt gut für uns, aber es war trotzdem dahingehend okay, dass unsere neuen Teammitglieder wie Ozora und SCA die restlichen Cleanups machen konnten, ohne, also mit gut Punkten, ohne irgendwie total dagegen zu laufen. Und wir versuchen jetzt wieder uns an Igor Nummer 2. Also die zweite quasi, weil das ist mit einer der stärksten und sie müssen ja gemacht werden. So ba bauen wir im Zweifel schon wieder ein bisschen vor. Okay. So, mal schauen. Es geht schon wieder sehr gut los hier. Das ist schon wieder schlecht.
Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Muss ich mir fürs nächste Mal Gedanken machen für andere Death, wenn ich sehe, wie hier manche so abgehen, ey. Ist ja krass. Wow. Wow, Hotel könnte hier in dieser Kriegsszenerie ganz gut sein, da sie einfach mal abhängig von der Mana-Regeneration des Gegners ist und die ist hier natürlich enorm erhöht. Daher könnte das ziemlich gut sein. Theoretisch sollten wir das in Sack und Tüten haben hier. Kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ist auch wieder C hinten raus, ey. Wirklich C. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das schon mal erledigt. Gucken wir mal, ob das letzte Team hier irgendwie noch mal was reißen kann. Ich weiß, wir haben keinen Dispeller dabei, aber im Zweifel ist das gar nicht notwendig. Schon. Das lief ganz gut. Der gute Jod hat seinen Soll erfüllt. Tja, damit sind wir durch und haben noch ein bisschen was stehen lassen, aber es sollte für die Jungs alle machbar sein und Mädels. Naja, 430 Punkte.
von über 750 möglichen. Das ist natürlich. Aber hey, wir haben es ja so gewollt. Wir haben mit Absicht immer die Stärksten angegriffen. Das ist völlig okay. Also wir müssen auch ein bisschen bei so wenig Mitgliedern unsere etwas jüngeren Mitglieder denken. Kleinere Mitglieder meine ich damit. Ghost SCA. Weil SCA ja schon super aufgestellt ist. Zora, die machen alle einen guten Job, aber das können wir natürlich nur gewährleisten, wenn sie nicht gegen den 4-7er oder 4-6er kämpfen, sondern wenn sie hier im Zweifel hier irgendwo reinpreschen können. Na gut, habt einen schönen Tag.